Schlechte Wortwitze. Ja, es ist immer im Auge des Betrachters. Ne? Also ich meine, man muss natürlich die Witze auch verstehen, um sie dann gut bewerten zu können. Na, Schmarrn. Ja, das war einfach unglücklich ein bisschen. Das war turbulente Jahre, die letzten bei den Löwen, die jeder mitbekommen hat. Und hat mich nach Haching geführt. Und letztendlich hierher, also wie könnte ich da noch? Aber für mich war das halt auch wichtiger zu sagen, okay, meine Familie möchte hier leben. Was gibt es denn hier für Optionen? Und nicht eben umgekehrt zu sagen, ich muss jetzt dahin, weil es da einen Zweitligisten gibt, der mich will. Ich würde dich schon gerne mit einer bepuderten Nase hier gerne sehen. Das ist doch aber ein Scherz, oder? Ja, ich sag dir einfach nicht, wenn ich ein Tor geschossen habe. Wie wäre denn das? Es ist wieder Borzenzeit. Herzlich willkommen hier aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Der Sponsor der Hachinger Borzen, das ist natürlich wie immer das Müllerbräu Pfaffenhofen. Es ist die letzte reguläre Sendung der Hachinger Borzen, denn die Hachinger haben am kommenden Wochenende ihren letzten Spieltag in dieser Saison 2017-18. Es geht nochmal zu Hause ran gegen den VfL Osnabrück. Für beide Teams geht es eigentlich um nicht mehr viel, außer dass die Hachinger vielleicht nochmal einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen. Aber eine Person, und da bin ich mir ganz sicher, freut sich jetzt sehr, dass es jetzt bald in den Sommerurlaub geht. Das ist Dominik Stahl. Der Mittelfeldmotor der Hachinger kann jetzt im Sommer nämlich viel mehr Zeit mit seiner Familie, nämlich mit seiner kleinen Tochter und seiner Frau verbringen. Herzlich willkommen in der Hachinger Borzen, Dominik Stahl. Schön, dass du da bist. Servus. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ja klar, natürlich. Nimm Platz. Jawohl. Cool, dass du da bist, freut mich sehr. Und was wäre so ein toller Besuch in so einem Wirtshaus, natürlich ohne warme Worte zu beginnen. Wir schauen mal, was ein Teamkamerad zu dir gesagt hat. Servus Stali, hi. So endlich kann ich öffentlich mal sagen, was die ganze Mannschaft eigentlich von dir hält. Spaß. Ja, du bist ein überragender Typ, eigentlich ein Ruhepol in der Mannschaft. Bringst jeden zum Lachen mit deinen schlechten Wortwitzen und ja, ich kann jetzt leider auch überhaupt nichts Schlechtes über dich sagen, bleib einfach so wie du bist und viel Spaß noch. Schlechte Wortwitze ist vielleicht das einzig Schlechte an dir. Ja, es ist immer im Auge des Betrachters. Ne? Also ich meine, man muss natürlich die Witze auch verstehen, um sie dann gut bewerten zu können. Na Schmarrn, freut mich, dass der Bomber mich hier so herrlich begrüßt. Ich habe mir gedacht, wir gehen das Ganze mal ein bisschen chronologisch durch, damit die Fans auch wirklich wissen, wer ist diese Person Dominik Stahl. Ich würde sagen, wir fangen an am 20.08.1988. Da hast du das Licht der Welt erblickt. Ich erinnere mich. In Hartheim geboren und dann Osterburken. Das ist da Baden-Württemberg, die Ecke, oder? Genau, genau. Baden, also da legen wir zu Hause schon noch ein bisschen Wert drauf. Genau, es ist badisch und es liegt ungefähr so zwischen Würzburg und Heilbronn. Da kann man es ungefähr, für die, die es nicht kennen, ganz gut einordnen. Und dann hat der kleine Dominik angefangen, Fußball zu spielen. Wann genau? Das war so im Alter von 5 Jahren, glaube ich. Also 1993? Ja, genau. Gut gerechnet. Ja, da war ich noch gar nicht auf der Welt, da hast du schon gekickt. Genau, und dann ging es über welche Stationen dann zu 60 zuerst? Dann? Genau, ich habe dann, wie gesagt, die ersten Jahre bei meinem Heimatverein, beim SV Osterburken verbracht. Und dann habe ich ein Jahr in Tauberbischofsheim gespielt und bin dann daraufhin für ein Jahr zur TSG Hoffenheim in der Jugend und um da auch nur ein Jahr zu bleiben und dann eben ins Nachwuchsleistungszentrum zu den Löwen dann zu gehen. Das war 2004. Wie kann man sich dann vorstellen, du warst dort in einem Internat, wie ging es so mit Schule und ja, für mich war es erstmal halt komisch, mit 15 von daheim weg zu sein, weil ich doch sehr familienbezogen bin. Aber für das Training und Schule, in die Verbindung von beiden, war es eigentlich recht förderlich, weil ich habe das Jahr davor 4-mal Training gehabt in Hoffenheim. Das war immer so fast eine Stunde Fahrzeit. Und da bin ich halt nur die Treppen runter, war in der Kabine. Die Schule war mit dem Radl 10 Minuten weg und da konnte man das dann zeitlich ziemlich, ziemlich gut verbinden. Und dann hast du sehr, sehr lange bei 60 gespielt, von 2004 bis 2016. Genau. Hast da den Schritt zum Profi gemacht. Mhm. Dann kam eine unschöne Situation, sag ich mal. Du wurdest aussortiert 2016. Wie ist das abgelaufen? Wie hast du das, eine Mailbox-Anruf oder nur vom Sportdirektor bekommen? Ja, das war einfach unglücklich ein bisschen. Das war turbulente Jahre, die letzten bei den Löwen, wie jeder mitbekommen hat. Mit vielen Positionswechseln im Verein, ob Trainer oder in der Geschäftsstelle auf den hohen Positionen.
Und genau, dann kam es eben auch da zu einer Neubesetzung der Geschäftsführersportstelle und ein bisschen unglücklich, über die Mailbox das natürlich zu machen nach so langer Zeit. Aber ich kann es jetzt keinem Verein ankreiden oder so. Das war halt ein bisschen vielleicht auch personenbezogen dann und dementsprechend, nein. Wobei du in einem Interview, ich glaube, es war der Münchner Merkur, dann schon aber auch Kritik an, nicht nur an den, also am Verein, sondern auch an vor allem der Vereinsführung, halt irgendwie an den Verantwortlichen geübt hast, dass da nicht richtig was wachsen kann, wenn ständig was gewechselt wird. Wie glaubst du, dass 60 sich inzwischen wieder gefangen hat? Oder? Ja, ich hoffe es, dass sie sich gefangen haben. Ich denke, was das Ergebnis letztendlich aus den turbulenten Jahren war, das hat man leider gesehen und es war sehr schmerzhaft. Also man hat wieder eine neue Philosophie versucht reinzubringen und sobald da die ersten Turbulenzen kamen, sofort wieder alles über den Haufen geschmissen und da konnte sich eben nichts entwickeln. Es war fast irgendwie zum Scheitern verurteilt und leider kam es dann auch so, ja. Aber du hegst jetzt keinen persönlichen Groll mehr? Nee, keineswegs. Okay. Es liegt zeitlich zurück, man sollte nach vorne schauen und es hat mich nach Haching geführt. Und letztendlich hierher, also wie könnte ich da noch... In die Hachinger Wurzeln, das Lebensziel von Dornigstadt. Ja, tatsächlich. Genau, und dann kommst du, bist du nach Haching gekommen. Erstes Mal dritte Liga tatsächlich. Mhm. Und da haben wir mal gleich ein perfektes Spiel, wir starten mal. Das dritte Liga-Quiz. Aus dieser Saison, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Joker gibt's auch, oder? Fast hätte ich es vergessen. Vielen Dank, du hast einen Telefonjoker. Ach, danke. Du darfst einen Mannschaftskollegen anrufen, okay, falls du eine Frage nicht weißt. Oh, okay. Erste Frage. Welcher Club hat in dieser Saison am häufigsten von gegnerischen Eigentoren profitiert? A. Spielvereinigung Unterhaching. B. Fortuna Köln. C. SC Paderborn. Oder D. der Chemnitzer FC. Da brauche ich gar nicht lange überlegen, weil einfach, ich kann es mir nicht erklären. Deshalb sage ich doch einfach mal, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten bei denen, die meisten Tore gemacht haben. Dementsprechend SC Paderborn. Es ist tatsächlich, die richtige Antwort wäre Fortuna Köln gewesen. Wer hat am zweithäufigsten davon profitiert, sind tatsächlich die Hachinger. Die Hachinger? Ja, ihr habt ehrlich? Drei, eure wow, Gegner haben okay, drei Eigentore geschossen. Okay. Mhm. Frage Nummer zwei. Welche Mannschaft war in dieser Zeit die fairste Mannschaft? A, der KSC. B, Rot-Weiß Erfurt. C, Spielvereinigung Unterhaching oder D, Werder Bremen 2. Da würde ich tatsächlich auf uns tippen. Auf euch? Mhm. Ihr seid nur die zweitfairste Mannschaft okay, in der Liga. Ihr habt 54 gelbe Karten, aber der KSC ist tatsächlich die fairste Mannschaft in der Liga. Okay. 51 gelbe Wahnsinn. Karten. So, Nummer 3. Du kannst gerne einen Telefonjoker nutzen, wenn du es nicht weißt. Ja. Bisher hast du ja kläglich gescheitert hier. Ja, in welchem Stadion waren in dieser Saison im Schnitt die meisten Zuschauer zu Gast? Ist das A, das Wildparkstadion vom KSC? Ist das B, die MDCC-Arena von Magdeburg? C, das Ostseestadion in Rostock? Oder der Hachinger Sportpark? Ja, ich glaube, dass die Reihenfolge gar nicht so schlecht ist, aber ich würde noch Magdeburg als erstes erwähnen. Magdeburg hat tatsächlich die meisten. Ja. Das ist richtig. Ach, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein von drei immerhin. Das ist super. Wenn du jetzt noch den Zuschauerschnitt ungefähr weißt, dann... 20.000. Oh, gar nicht schlecht, das sind 18.231. Ja, kann man lassen. Wir sind bei deinem Lebenslauf angekommen in Haching. Was hat schlussendlich bei dir den Ausschlag gegeben, nach Haching zu kommen? War das Klaus Schromm? Es war dann grundsätzlich die Frage, wo will ich noch hin im Fußball? Wo will ich hin mit der Familie? Wie gesagt, direkt nach dem Aus bei 60 kam meine Tochter zur Welt. Und wir fühlen uns so wohl hier in München, haben zunächst mal geschaut, was es denn hier für Optionen gibt. Mhm. Auch wenn es vielleicht untypisch ist, weil es auch noch eine recht frühe Phase in der Transferperiode war, wo sie vielleicht jetzt schon noch was auftun können in der zweiten Liga. Aber ich habe da recht früh auch meinem Berater signalisiert, dass das eigentlich für mich wichtiger ist. Es ist tatsächlich untypisch, wahrscheinlich in einem Geschäft. Aber für mich war das halt auch wichtiger zu sagen, okay, ich möchte hier leben, meine Familie möchte hier leben. Was gibt es denn hier für Optionen? Und nicht eben umgekehrt zu sagen, ich muss jetzt dahin, weil es da einen Zweitligisten gibt, der mich will. Und wie können wir das vereinbaren? Mhm. Gab es irgendwelche 60-Fans, die da sauer waren, dass du zum Münchner Rivalen gehst? Ich war tatsächlich gespannt, als wir dann gegen die Löwen, gegen die zweite Mannschaft gespielt haben in der Saison dann in der Regionalliga. Aber da wurde ich sehr herzlich empfangen von den Fans, die ich da auf der Straße getroffen habe. Und es war ganz cool zu sehen. Wie gesagt, ich bin da nicht im Streit gegangen und habe mich blöd verhalten dem Verein gegenüber, sondern es war ein bisschen anders und dementsprechend war das alles okay. Jetzt ist die Saison fast vorbei. Wir haben einen Fan, einen absoluten Edelfan, die hat diese Saison mal Revue passieren lassen, hat ein Fazit gezogen und da schauen wir jetzt mal kurz drauf. Gerne. Ich bin Gerlinde, ich gehe zu Haching seit 1999,
bin 58 Jahre alt, habe selber nie Fußball gespielt und weiß mittlerweile, was ein Abseits ist. Ja, der Aufstieg, des Spiel in Elversberg, das war schon einfach hammermäßig. Und in dieser Saison, wie super gut die Jungs reingestartet sind. Richtig klasse. Am Schluss ist es ein bisschen irgendwie verflacht. Gegen Jena letzten Samstag, ich war auch vor Ort. Und zu Hause, das Heimspiel gegen Aalen, waren jetzt nicht so, wo man als Fan auf der Tribüne irgendwie mit der Zunge schnalzt. Dennoch, großartige Saison und ich bleib dabei. Das war Gerlinde Neumann, ein Hachinger Edelfan. Wie ist denn dein persönliches Fazit von der Saison? Ich glaube, dass wir ein bisschen gebraucht haben, am Anfang anzukommen, gerade was die Spielweise angeht und da immer noch in einem Prozess stecken, dass es eben nicht spielerisch so einfach wird wie letztes Jahr, wo wir uns dann teilweise halt auch deutliche Ergebnisse rausspielen konnten. Und es ist definitiv nicht mehr der Fall. Es ist oft so, dass die Spiele ganz eng sind bis zum Schluss. Und das ist so eine Erkenntnis und dass wir vielleicht als Truppe insgesamt ein bisschen ekliger werden müssen. Und ja, tatsächlich. Ekliger, also, okay. Ja, weil man hat dann so Spiele wie in Meppen, in Münster und verliert 2-0, spielt besser, aber durch zwei Standardtore verliert man das Spiel. Ihr seid die zweitfairste Mannschaft, seid ihr vielleicht ein bisschen zu brav? Kann oder? Durchaus sein, okay. Wobei die These ein bisschen widerlegt wird dadurch, dass der KSC jetzt Relegation spielt und Erfurt letzter ist. Und ja, und in der ersten Liga sicher Bayern auch nicht gerade eine sehr Ja, Fall, schon, oder? Weil die einfach dann vielleicht auch so gut sind, aber da können wir tatsächlich noch lernen und wie gesagt, ein bisschen ekliger werden. Jetzt kommen wir zum Teil der Sendung, vor dem du am meisten Angst hast, hast du gesagt? Wir spielen zum letzten Mal in dieser Saison FIFA. Wir spielen den Spieltag vor. Dominik spielt die Spielvereinigung Unterhaching und ich spiele den Gast VfL Osnabrück zum letzten Mal in dieser Saison. Zeig du mal, was du mitgebracht hast. Ja, genau. Und zwar habe ich als Preis quasi dabei ein offizielles Ausgeh-Polo-Shirt aus der letztjährigen Meister- und Aufstiegssaison. Und das kann man... Gewaschen? Gewaschen, mehrfach verschwitzt, aber auch mehrfach gewaschen, also ohne Bedenken gleich anzuwenden. Also falls du heute nicht gewinnen solltest, dann können das eben die Fans heute gewinnen. Genau. Und dann, du kennst das Spiel, du hast auch schon einige Folgen angeschaut. Wir haben zwei Challenges heute. Du darfst dich entscheiden zwischen einer. Entweder du holst dir ein Gummibärchen. Ohne Hände, natürlich einfach nur so im Mehlberg. Da wir ja gerade eben beim Thema Kindergeburtstag sind, wie wir schon auch im Bonusclip gesehen haben, du hast ja eine Tochter. Zweite ist auch sehr beliebt bei den Kindern, blinde Kuh. Dann würde ich sagen, legen wir los. Jawohl. Du hast noch Vertrag bis 2020 in Haching. Das ist richtig. Wie sieht's aus? Karriere in Haching beenden? Auch im Moment kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich habe jetzt noch 2 Jahre Vertrag und ist ja noch ein bisschen hin und fühle mich sehr, sehr wohl da. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es Spaß macht und wie lange es der Körper hergibt. Und du hältst dich bisher ganz gut. Ich dachte ehrlich gesagt, du bist schlechter. Ja, okay. Kaum sage ich. Was sind das? Oh, aber es war auch schlecht verteidigt. Aber hat sich angebahnt, was mich schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Was auf hättest deine du Wahl. Gerne? Was soll ich machen? Ich würde dich schon gerne mit einer bepuderten Nase hier gerne sehen. Und wir wurden ja nicht schon bepudert. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn du blind bist, ich kein Tor mache und mir da was anhören muss. Deshalb würde ich mal mit dem starten. Okay, alles klar. Dann eventuell ein 2-0 dann. Darf ich auch aussuchen, welches? Oder? Ja, das hier. Ja. Ich hatte schon, ich habe mich natürlich auf das Rote. Ich würde das Rote gerne. Da. Das da, okay. Du darfst gerne weiterspielen, gell? Ach so. Okay. Dann, dass ich auch irgendeine Chance habe. Ich bin richtig weit gekommen auch hier. Fangen wir mal an. Ja, das ist natürlich stark. Ja, das ist doch aber ein Scherz, oder? Aus der Position, jetzt aber sofort diesen Schal hier an. Soll ich dir behilflich sein, oder? Dann kann ich ihn gleich so festziehen. Oder dann kann ich gleich in die Reinigung bringen. Kannst du dir mal um die... So. Alles klar, vielen Dank. Du weißt schon, dass ich jetzt nur anfange zu grätschen. Wahrscheinlich werde ich mit 7 Spielern das Spiel beenden. Oder du wirst das Spiel noch gewinnen, weil ich einfach am Ende nur rote Karte habe. Ich sag dir einfach nicht, wenn ich ein Tor geschossen habe. Wie wäre das? Das Scheiße, hast du nämlich noch gar nicht durchschaut, meinen eigentlichen Plan. Warum verteidigen die denn trotzdem? Ja, na, der PC macht schon ein bisschen was. Ah, okay. Ja, also, ich mache jetzt erstmal Park the Bus. Der Controller ist übrigens, also das sehe ich noch, der ist voller Mehl, aber gut. Und jetzt
Ich bin so schlecht. Das ist eigentlich ziemlich sinnfrei, ehrlich gesagt. Aber ja. Tor. Wirklich? Oder vielleicht gibt es auch Abseits. Schade, Abseits. Yes. Ja, aber er haut ihn gut rein dafür. Verarschen mich jetzt gerade eben. Habe ich jetzt Abschluss oder nicht? Warte, jetzt liegt er gleich da. Jetzt. Du spielst. Jetzt ist er. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Das ist echt ziemlich fies. Ich grätsch jetzt alles um. Nein, jetzt nimm die Binde ab, ich habe ein Tor gemacht, ehrlich jetzt. Wirklich? Ja, wirklich jetzt. Ich bin einfach zu ehrlich. Du bist beim Anstoß. Das ist ein Ehrenkodex. Ich hätte es gern durchgezogen, aber. Oh, ja. Hätte ich es echt durchziehen können, oder? Ja, natürlich. Also ich hätte natürlich gehofft, dass die Regie so fair ist. Ja, ich habe die ganze Zeit auf irgendein Zeichen gewartet, aber. Ah, ganz kurz, stopp! Was denn? Du musst ja auch was machen. Ach jetzt, yes. Ja, nur wenn ich in Führung bin. Okay. Dann gerne. Wir machen bei jedem Tor. Okay, sehr gerne. Dann bin ich gespannt. Ich hätte gerne ein Gummibärchen. Welches denn? Dieses hier. Dieses da unten? Ja, genau. Ja, okay, das ist ja echt fies. Darf ich den Teller hochhalten? Du darfst den Teller auch sehr gerne hochhalten. Der macht's geschickt, nur mit der Zunge hier. Hast du es? Ja. Boah, das ist ja furchtbar. So. Du hast Ball. Und Mehl im Mund. Wie sieht's aber aus, Dominik? Du hast vorhin gesagt, Karriere kannst du dir gut vorstellen, bei Haching zu beenden. Aber was, wenn jetzt Bayern kommt? 60 Haching hast du durch, machst du noch das München-Triple voll? Nee, das ist nicht auf dem Plan. Also, welche Bayern sollen denn kommen? Hat der Uli deine Nummer? Ich denke nicht. Also Uli Tavazova hat sie. Ja. Das kann durchaus sein, dass der anruft, aber... Also wieso läuft denn da kein Spieler hin mit... Oh Gott, was ist denn das? Nein! Was ist denn da los? Schieß doch! Was? Jetzt hast du aber kurz echt... Ja, da bin ich geschwommen, aber einfach, weil der PC nichts gemacht hat. Schau mal, meine Spieler, die haben eine Arbeitsverweigerung. Du hast hier was in der Hand, ne? Ja, ich weiß. Damit kannst du sehen. Ich habe ja... Ich würde jetzt dann gerne bei der nächsten Spielunterbrechung wechseln. Vornehmen. Auf was? Auf ein 1-4-9? 1-2-9? Okay. Ja, dafür gibt's doch, dafür musst du so ein Gummibär, also für den Spruch oder die Augen was verbinden. Also was bitte. Für ein Scheiß Spruch. 1-4-9. Nein, ich meinte eigentlich ein 1-4-5. Ich habe es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Du studierst Psychologie an der Fernuni Hagen auch. Und dann soll es später dann nach der Karriere auch mal so in die Richtung gehen. In die Richtung Psychologie. Also ja, das auf jeden Fall, genau. Beim Sport? Also muss nicht unbedingt. Sport ist auch ein recht kleiner Bereich bei dem allumfassenden Thema Psychologie. Und da gibt es echt noch vieles andere auch, das mich interessiert. Du verwickelst mich in ein Gespräch, das ein bisschen anspruchsvoller ist, und schon haust du mir das Ding da rein. Ey. So, was soll ich machen? Soll ich mir verbinden? Am Grunde des Mehlbergs liegt ein Gummibärchen. Das habe ich vorhin da platziert, das hätte ich gerne, dass du das machst. Okay, nee, für dich verbinde ich mir die Augen. Boah, das ist aber, krass. Ich schau mal kurz unten ein bisschen durch. Ja, ich gebe dir den in die Hand. Okay. Und schau dir Vogelwild aus. Ja, da hast du schon eins. Ja, genau. Du musst, ja, genau. Und jetzt. Ah, sehr gut. Okay, sehr gut. Gar nicht so viel Mehl erwischt. Mm. Richtig gut. Okay. Jetzt aber kommentier bitte richtig mal so. Ja, ab jetzt kannst du auf den Tassen rumhauen. Also, ich bin jetzt hier im letzten Drittel angelangt. Ich schieße jetzt mal voll. Ah, dein Torwart hat ihn in der Hand jetzt. Echt? Ja. Okay, dann hauen wir den Ball jetzt noch vor. Okay, jetzt nochmal. Okay, das Spiel ist aus. Echt? Mhm. Tatsächlich. Ja, muss ich mich geschlagen geben. Also hoch verdient. Ja. Ich habe echt. Ich habe auch sehr viel Einsatz. Also, ja, wirklich, tatsächlich. Ja, Glückwunsch. Danke. Das war natürlich, was soll ich sagen? Das heißt, die Haching-Fans ja können dieses Poloshirt. Ausgeschirrt, wie er so schön ausgeschirrt sagt, gewinnen. Das war die 12. Folge Hachinger Borzen, die letzte reguläre Sendung mit Dominik Stahl. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Und viel Erfolg im letzten Spiel gegen Dankeschön. Osnabrück und dann einen schönen, wohlverdienten Sommerurlaub. Und herzlichen viel Spaß Dank mit der Familie. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war die 12. Folge Hachinger Borzen mit unserem letzten Studiogast. Dominik Stahl war heute zu Gast. Sehr, sehr coole Sendung. Deswegen nehme ich mir auch hier nochmal ein Gummibärchen. Sehr viel Milch. Und hier könnt ihr unser nochmal Videos anschauen. Hier gibt es einen Kanal, den ihr abonnieren könnt. Und jetzt kommt bitte alle nochmal aufs Foto.
Dann machen wir noch ein Gruppenfoto. Alles doch.